Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von E-Learning Kraftfahrzeugtechnik mit Gerald Schneehage. Heute wollen wir uns mal mit der automotorischen Verbrennung auseinandersetzen. Das heißt, was führen wir eigentlich unserem Verbrennungsmotor zu und was kommt nachher am Ende an Abgasen hinten wieder raus? Nur mit Luft und Liebe läuft unser Verbrennungsmotor leider nicht. Dementsprechend müssen wir ihm natürlich unsere Umgebungsluft zuführen und Kraftstoff für die Verbrennung. Idealerweise führen wir unserem Motor 14,7 bzw. 14,8 Kilogramm Luft zu und 1 Kilogramm Kraftstoff. Unsere angesaugte Luft besteht aus O2 Sauerstoff zu 21%, aus N2 Stickstoff zu 78% und das letztrige 1%, was übrig bleibt, das sind unsere Rest- bzw. Edelgase, die in unserer Umgebungsluft enthalten sind. Des Weiteren führen wir unserem Verbrennungsmotor idealerweise 1 Kilogramm Kraftstoff zu und unser Kraftstoff besteht letztendlich aus C-Kohlenstoff zu 84% und H2-Wasserstoff zu 16%. Wenn wir dann diese 14,7 bzw. 14,8 Kilogramm Ansaugluft mit dem 1 Kilogramm Kraftstoff verbrannt haben, haben wir letztendlich 15,7 bzw. 15,8 Kilogramm Abgase. Diese Abgase setzen sich wie folgt zusammen. In unseren Abgasen haben wir einmal giftige und ungiftige Abgasbestandteile sowie auch einen schädlichen Abgasbestandteil. Die ungiftigen Abgasbestandteile sind zum Beispiel O2 Sauerstoff, der nicht an der Verbrennung teilgenommen hat, mit ca. 1%. Dann haben wir N2 Stickstoff zu ca. 71%. Stickstoff ist ein nicht brennbares Gas und kann von daher nicht an der Verbrennung teilnehmen, reduziert sich aber bei der innermotorischen Verbrennung. Wo der restliche Stickstoff geblieben ist, verrate ich Ihnen später. Dann haben wir H2O, Wasser, mit ca. 8,9%. Das heißt, wenn ich meine angesaugte Luft mit dem Kraftstoff verbrenne, dann verbindet sich der Sauerstoff mit H2 Wasserstoff zu H2O Wasser. Des Weiteren verbindet sich der Sauerstoff mit einem Teil des Kohlenstoffs C zu CO2 Kohlendioxid, was letztendlich ein schädlicher Abgasbestandteil ist, da er letztendlich für die Klimaerwärmung verantwortlich ist. Allerdings nicht giftig, unsere Pflanzen brauchen das fürs Wachstum, die nehmen den Kohlenstoff auf und mittels der Photosynthese geben sie dann Sauerstoff ab. Als Giftstoffe im Abgas haben wir letztendlich CO, Kohlenmonoxid, ebenfalls eine Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff. HC, das sind unverbrannte Kohlenwasserstoffverbindungen, sprich unverbrannter Kraftstoff. Und NOx, Stickstoffoxid. Und Stickstoffoxid entsteht bei hohen Temperaturen und unter hohen Drücken. Da verbindet sich nämlich Stickstoff mit Sauerstoff zu Stickstoffoxid. Ebenfalls ein giftiger Abgasbestandteil. Wenn wir einen Benzin-Direkteinspritzungsmotor haben, dann haben wir bei den Benzin-Direkteinspritzungsmotoren das Problem, dass gerade bei höheren Drehzahlen der Abstand zwischen der Einspritzung und der Verbrennungsauslösung relativ gering ist und da hat der Kraftstoff relativ wenig Zeit, um sich aus dem flüssigen in den gasförmigen Zustand umzusetzen. Und dadurch kommt es häufig zu einer unvollständigen Verbrennung des Kraftstoffes. Das heißt, ein Teil des Kraftstoffes verbrennt unter Sauerstoffmangel, wodurch Partikel entstehen und die werden dann im Abgas angegeben mit PM Partikelmasse.